Rückstände, dass er hier die ganze Zeit durch die Gegend rennt. Ja, passt, passt schon. Das gibt's doch nicht, wie scheiße. Sei mal still, so. Tag 3, 21:02 Uhr. Ich habe eine Sucherin namens Leia getroffen, die vielleicht meine Quellhalsringe entfernen kann. Allerdings kann sie mir erst helfen, wenn die Anführer Gareth zurückgekehrt ist. 4 Minuten später, mein Quellhalsring wurde entfernt. Das war also eine Quest, die wir nicht gefunden, die wir einfach übersehen haben. Ach, Gareth wohnt direkt... Ja, natürlich, er wohnt in der Mitte. Er ist King. Er ist King Gulasch. Ist er da oben? Wo bist denn du? Da unten? Nö, warte mal. Super. Aua. Geil. Ist auch schön, ne? Jetzt weiß ich warum. Irgendeiner hat Refleck. Das heißt, ich habe Refleck. Wenn die rote Echse versucht, mich zu teleportieren, kriegt er 2 Schaden. Wo ist denn der? Ah. You come at last. I'd no doubt you'd find your way to us. Not after witnessing your bravery. Was hat er denn zu haben? Oh, der hat Gutes zum Handeln, Kriegsführung. Er hat Geomant. Aber da brauche ich nichts mehr von. Habe ich schon alles. Okay. Weiter. I know you seek answers. I'll tell you what I can. Du und deine Gruppe können sich nicht ewig hier verstecken. There is no shame in finding solace in shelter. Or do you feel much guilt in enjoying the peace of the sanctuary? Here we stand less chance of catching Dallas's eye. These horrors she commands, shriekers she calls them. They still protect the harbor, firing pure death at anything that moves near. Ja, weiß ich. Wir machen 6666 Schaden. The Lady Vengeance is still anchored there too. Lucien, save us from whatever plot Dallas is concocting on it. Wegen der Suche. Wir haben die Suche hier Unterschlupf gefunden. We just landed on shore. Minutes later, Dallas sailed in on the Lady Vengeance, screaming like a banshee. She had horrors at her side. Shriekers, they call them. They still protect the harbor, firing pure death at anything that catches their eyes. Da musst du aufpassen, ey. Die sind leicht zu übersehen, die können gut versteckt sein. Die sehen einfach aus wie Vogelscheuchen. The Lady Vengeance is still anchored there too. Lucien, save us from whatever plot Dallas is concocting on it. Okay, was passiert als nächstes? Hast du einen Plan? Well, I had a plan. Gratiana told me of weapons that could counter these shriekers. Purging wands that steal source from its host. Purging one. I went to that armory looking for one of these wands, but Alexander's bootlickers stumbled in first. I found nothing but dust and blood. We've got to find a way to silence those shriekers. If we do that, the Lady Vengeance is ours. Freedom is ours. Wir bieten, ich und hier da die anderen drei, eventuell, bieten dir die Hilfe an, wenn wir dann entkommen können. I can't imagine anyone more capable. Lucien truly shines his light on you. See Gratiana. She knows every songbird and blade of grass on this isle. I'd go myself, but she seems, shall we say, dissatisfied with my recent failure. Gratiana, ja, die können wir ja. The Lady Vengeance waits offshore, ready to sail for a righteous cause. Find a purging wand. Alexander, Alexander's shriekers will rot. Ja, wenn wir ohne so ein Ding dahin gehen, dann sterben alle. We'll turn the tides, my friend. Divine be praised. Gibt bestimmt mehr. So, bevor wir die ansprechen, warte. Die Flucht. Tag 3, 2:32 Uhr. Diese Läuterungsstäbe scheinen der Schlüssel zu unserer Flucht zu sein. Wir müssen welche finden und zu Gareth zurückkehren. 22:37 Uhr. Gareth hat uns von seinem Plan berichtet, an Bord der Rachefürstin zu fliehen. Wir sollten versuchen, ihm zu helfen, wenn wir hier weg wollen.
Entschuldigung, wenn wir hier Weg wollen, ist zusammengeschrieben. Am wichtigsten ist es, dass wir uns einen Weg durch die Abwehr des Magister an der Küste bahnen. Erst dann kann das Schiff entgenommen werden. So. Ich spreche damit, ach ne, die ist nicht mehr hier. Gratiana, wo bist du? Ach, da unten ist sie, ups. Die kann sie echt gut verstecken. My eternal thanks, friend. This is a debt I can never repay. Aha. Gut, dass wir es geklärt haben. Ha. Vielleicht muss ich mit Garrus reden, weil ich den Stab in der Hand habe. Okay, dann gib mir mal kurz den Stab und check das mal aus. Spaß. Ich kann auch die gleichen Sachen sagen, die du gerade gesagt hast, glaube ich. Aha. Haben wir irgendwas vergessen? Du kannst dann nochmal probieren, wenn ich den finde hier. Ja. Das kannst du ja auch damit Magie aufsaugen. So, jetzt ist er aber schon wieder nach da oben gelaufen in der Zeit. Ich sehe es. Ja, das ist ja schnell. Ah, ne, ist der falsche. Da ist er. Ach, da ist er. Oh, der rennt aber wirklich. Wir haben den Stab gefunden, mit dem wir die Kreischer killen können. Gareth's voice echoes throughout the enclave with such command, it could... We move, Seekers. Now is the time to resist. The Lady Vengeance will be ours. Will be ours. Will be ours. Die Flucht. Tag 3, 22.50 Uhr. Die Sucher werden sich in einem verlassenen Lager mit Blick in der Küste versammeln, um ihren Angriff auf die Rachefürstin vorzubereiten. Wir sollten uns dort mit ihnen treffen, sobald wir bereit sind. Ruf zu den Waffen. Tag 3, 22.50 Uhr. Gareth hat am verlassenen Lager der Magister seine verlorene Suche um sich geschaltet, um das Flaggschiff der Magister zu kapern. Die Rachefürstin. Sie werden das Schiff einnehmen, während wir uns darauf konzentrieren, die noch verbliebenen Kräfte der Magister der Küste anzugreifen. Wir sollten mit Gareth reden. Könnte man auch einen Rap draus machen, ne? Gareth hat vom verlassenen Lager der Magister seine verbliebene Suche um sich geschart. Hatten wir das nicht schon mal bei Echo of Soul? Weiß ich nicht. So, den Stab gebe ich mal rüber. Du kannst am besten damit um. So, aber wir haben ein Level up und das möchte ich genießen. Schleichen erfolgreich. So, wo wollte ich hin? Ich wollte auf Gedächtnis gehen, ne? Oh, immer noch kein Talent. Das ist doch kacke. Ja, dann würde ich aber trotzdem Gedächtnis nehmen. Mit 223 Leben habe ich viel Leben für einen Zauberer. Oh. Denke ich mal. Ein dahin. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt Initiative da holen. Was meinst du? Soll ich noch Stärke dazu holen? Dass ich ein bisschen einschüchtern kann? Wenn mal wieder sowas kommt? Stärke? Nee. Ist ja eigentlich blöd, überhaupt nicht gebrauchen. Aber Finesse kann man gebrauchen. Plus 5% Schaden, oder? Nee, das ist auch nur bei Sachen, die Finesse benutzen. Du brauchst Intelligenz. Wo erkenne ich, dass das Intelligenzattribute sind? Was? Wo erkenne ich, dass das Intelligenzfähigkeiten sind? Bei deinen Fähigkeiten gehst du mit der Maus drüber und dann wird da angezeigt. Receives Bonus from Strength oder von Intelligenz oder was auch immer. Ah, ich sehe es, okay. Kein Schaden. Intelligenz, Intelligenz, Intelligenz. Also wenn du Schaden machen willst, dann brauchst du Intelligenz und halt das letzte. Weil du damit mehr kritische Treffer hast und du bist dann öfter dran. Verstand auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, dann nehme ich den
Punkt ein Verstand rein, dass ich da 12 habe. Und den einen auf Punkt auf Gedächtnis, dass ich da schon mal einen dieser Schockzauber mitnehmen kann. So, und hier, ich könnte auch Vergeltung leveln jetzt. Aber das wäre ja Unsinn. Ja, das macht mehr Sinn für Leute, die sich schlagen lassen wollen. Also ja. So wie die Nahkämpfer. Polymorph, war nicht bei Polymorph irgendwas, was zwei... Ach ne, Polymorph, ja, stimmt. Polymorph war doch der... Ja, verlorene Punkt, den ich hier gesetzt habe. Ich könnte auf Beschwören gehen, der wird die Katze besser. Und dann könnte ich vielleicht sogar noch eine Inkarnation holen. Wollte ich ja auch machen, ne? Ich mach den Spaß, aus Spaß mal jemand beschwören. So. Guck ich gleich mal an, was die Katze dann hat. So, ihn wollte ich auf Verstand machen. Und ich glaube, Signum, das braucht er nicht. Na gut, kann aber trotzdem nichts anderes. Gut, dann geht das beides auf Verstand, dass seine Initiative hochgeht. Damit habe ich ihn knapp um eine Haaresbreite mit einer Initiative überholt. Jetzt habe ich 16, er hat 15. Damit sind wir beide zuerst dran. Meinst du? Ja, es sei denn, da kommt wieder so ein Fick-Dich-Moment. Also Fane hat auch 16. Arschloch, das hast du ja gerade reingecheatet. Ich fahre 13. Aber dafür ist aber Verstand recht wenig. Wo sehe ich denn deine Initiative? Da, ja, 16, ja. Ja gut, dann sieht's wohl so aus, als wäre ich zuerst dran und dann meine Katze und anschließend du und dann die rote Echse. Aber damit sind wir auf jeden Fall meistens eher dran als die anderen. Ja, das ist gut. So, auf Geomant kriegt er jetzt den zweiten Punkt. Damit kann unser Biest Metallreparatur aufnehmen und Pfählung. Und ich glaube, Metallreparatur klang besser als... Alter, 60 physische Rüstung auf einmal. Das hat sich ja richtig gelohnt. Nehme ich mal das. So. Gut, und was hat die Katze jetzt? Mal gucken. Die Katze. Die hat 107 Leben. Kann ich die nicht angucken? Ah, so. 107 Leben. Die hat 11 Stärke. Als Schaden macht sie mittlerweile 12 bis 14. Da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu. 13 Initiative hat die. Die hat 5 Sympathiepunkte. Okay. Jo. Alter, wie sieht mein Charakter auf einmal von hinten aus? Das ist ja richtig episch. Das wird immer geil davon aussehen. Aus wie ein Vogel. Ja, das ist... Wo gehen wir eigentlich hin? Sollten wir nicht. Ja, du musst wissen, wo wir hingehen. Genau. Wenn ich jetzt irgendwas sage, dann würde ich zu viel verraten. Ja. Ja, aber ich krieg's schon hin. Geheimnisvolle Höhle hatten wir. Also, wir wollen ja zur Küste. Das heißt, da hinten ist die Dingens. Da ist eine Questmarkierung, glaube ich. Ranken? Warum Ranken? Was hat es mit den Ranken auf sich oben? Was, wo? Auf der Karte ganz oben steht Ranken. Ich weiß, dass die Ranken mir verfolgen, aber... Warum sind da Ranken? Ach nee, Moment. Ach da. Nee, das könnte damit auch nichts zu tun haben. Naja. Das ist ein Zeichen für eine Tür. Okay. Meinst du, können wir passieren? Wir können ja zumindest hinten gegen gucken. Von oben kann man da durch. Von oben? Okay, ich komme von oben. Ich glaube, Teleport. Sollten wir uns das mal anschauen?
Das wäre ja auch das wäre ja auch quasi die Küste. Wir springen auf jeden Fall zu Merkelmoor. Geil. Geh mal auf Karte und doppelklick mal da drauf, dann kommst du direkt dahin. Das ist ja cool. Du brauchst die du brauchst nicht zum Wegschreinigen, du kannst auf die Karte ringen und auf die Strudel direkt draufklicken. Dann kommst du, dann wirst du direkt hingeportet. Ah, noch besser, ja. Wusstest du auch nicht, ne? Nö, das macht irgendwie die Wegpunkte so ein bisschen einfacher, und wir gehen zu Fuß zuerst dahin. Ja. Das macht das Schnellreisen noch einfacher. Kostet auch nichts. Okay, dann gehen wir los. Folgt mir. Wenn du da unten jetzt in den Leuten reinrennst, wenn die da sind, dann Dankeschön. Welche Leute denn? Er hat gesagt, trefft uns an den Küsten. Ja. Wo rennst du denn hin? Ja, einfach. Achso, der will da lang gehen, okay. Ja, ich wollte die Ranken. Ich hab zum Ziel geklickt und. So. Surft er halt dahin. Warum ist denn der rote Prinz gerade stehen geblieben? Siehst du die Ranken? Ah, Moment. Irgendwie nicht. Da oben. Ah, ich sehe schon. Boah, da muss man ja fliegen können. Ja, wenn es das geht mit Teleport? Ja. Ah, ich bin drin. Alles einsammeln, was da ist. Da ist nämlich noch was Wichtiges. Ja, ich sehe schon, da ist richtig geiles Zeug dabei. Ja, und das, was wichtig ist für. Genau, das meine ich. Artefakt. Für Ifan. So, schnell raus, sonst stirbt er. Oh, gut, verhältnismäßig wenig Schaden war es. So, einmal alles überladen. Ich hätte die Schuhe kannst du schon Ifan geben, der hat ja schon die Rüstung. Dann fehlen noch. Drei Teile, glaube ich. Blauer Bogen. War blau besser als das lilane? Selten. Selten! So. Ey, Eibenlangbogen. 16 bis 20 physisch, plus 1 Finesse, plus 10 kritisch. Ein Ruhenplatz. Kopfbarke. Ja, die hatten wir schon. Ja, das ist aber das, was ich... ja, stimmt. Irgendwann wollte ich auf einen auf Finesse setzen und ich habe eine schlechte... Das war... Ja, das, genau, das musste ich... Ich muss mir merken, das nächste Level geht wirklich auf Finesse, weil ich brauche das. Und da sind noch, genau... Hose von Mark Mantel. Hose von Marks Mantel. Mark Magus. Mark Magantos, ja. 5 physisch, 18 magisch, 1 Konsti, 10 Gift plus 2 Ausdauer. Könnte ich auch gebrauchen. Habe ich mehr Rüstung? Was bringt denn Ausdauer nochmal? Ich würde die Vergeltung verlieren, aber es bringt sowieso nur relativ wenig Schaden. Und dafür kriege ich dann mehr Rüstungsregeneration. Aber nicht schlecht. Für Nahkampf. Spuren des Tyrannen. 18 physisch, 3 magisch, 10% Luft, 1 Schleich und ein bisschen weniger, mehr. Ja, Ifan wollt ihr haben? Die Schuhe, ja. Die gehören ja zu diesem verfluchten Set. Wenn man erst tragen, wenn man alles hat. Ach, das ja, genau. Hat das keine Vulga? Die Schuhe, konnte man die tragen ohne irgendwelche... Was haben Eltern für Schuhe an? Moment. Nee, ist verflucht. Ja, ist. Hat er denn jetzt für eine Verfluchung? Ach, verkrüppelt ist er jetzt. Ist ja cool. Zack, und schon ist es wieder besser.
So. Tja, die Hose. Ah, die ist gut für... Ja, die ist sogar sehr gut für den... Roten Prinzen. Der hat nämlich nur einen physisch und 5 magisch. Und keine Effekte. Ja, dann kriegt er eine Konstitution, hat er mehr Leben. Braucht er sowieso. Und dann kriegt er mehr Ausdauer. Sehr schön. Echt cool. Ja, ja, sein Set sieht... Jetzt hat er sogar richtig Knochenrüstung. Jetzt sieht er schon richtig bedrohlich aus. Okay. Ich portiere mich gerade über durch die Gegend. Das ist so geil mit der Karte. Muss man da nicht mehr mal hinlaufen. Hm. Wo wollten wir hin? Ja, Was soll ich hier wissen, genau. Zur Küste. Das könnte... wie war das hier? Geht das hier auch? Pingen kann man nicht. Wohin dann? Warte mal, ich habe eine Idee. Ich glaube, das ist... Vielleicht sogar hier, wo er hin will. Ja, genau. Genau, habe ich mir fast gedacht. Dann nehmen wir doch den nächsten hier. Hä, warum geht es das auf einmal nicht mehr? Weil wir da noch nicht waren. Sicher? Ja. Wir haben den Wegschrein noch nicht entdeckt. Nee. Was mich wundert ist, dass es aufgedeckt ist, aber... Hm. Ja, normalerweise sollte Nebel des Krieges da gut uns doch dahin den Weg leiten. Der Nebel des Krieges darf niemals den Weg verdecken. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Ich kann den scheiß Text auswendig. Doch, da unten war ja nur eine Ratte. Was? Kampf? So, du hast was gemacht. Ja. Hier oben sehe ich auch irgendwie irgendwas. Oh, ein Bärenjunges. Das hört sich eklig an. The cub looks sadder than anything you've ever seen. Was ist los? The cub stifles a sob. I want my mum. Hm. Drei ist ja auch böse, ne? Wenn man sich das vorstellt.